So, hallo und einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Ralf Hermsdorfer von der Firma Seiss und ich möchte euch heute ein paar spannende Worte zum Thema Videostreaming, Videoaufzeichnung in Kirchen erzählen. Ja, die Firma Seiss macht seit über 30 Jahren schon Ausstattung von Kirchen mit Technik, das heißt vorrangig Lautsprecheranlagen, Videoanlagen, Steuerungssysteme. Wir bemühen uns natürlich für unsere Kunden eine professionelle und gute Lösung zu schaffen. Warum ist dieses Thema aktuell akut, brauche ich glaube ich an dieser Stelle nicht zu erklären. Wir befinden uns alle in einer Ausnahmeerscheinung, in einer Krise und unsere Kirchen sind so gut wie nicht mehr erreichbar. Warum ist das natürlich auch so? Kirchen haben im Regelfall keinen Internetanschluss und haben es natürlich jetzt schwer, den Kontakt zur Gemeinde zu halten. Ja, was möchte ich hier erklären? Wie schon erwähnt, eine kurze Einführung zum Thema Videostreaming. Ich möchte hier keine Bedienungsanleitung oder Installationserklärung liefern, sondern ich möchte in ein paar kurzen Minuten erklären, was kann man tun, was müssen wir tun als Kirche, um wieder erreichbar zu sein. Also, grundsätzlich benötigen wir für den einfachsten Fall der Anwendung Video-Recording, Video-Streaming, drei Geräte. Das ist natürlich die Kamera zum einen, das ist der Video-Streamer oder Recorder zum anderen und das ist hier der Netzwerkrouter, der das Ganze bei Bedarf dann im Streaming-Fall ins Internet bringt. Die Kamera wird in Kirchen im Regelfall unterhalb der Empore an der Decke platziert. Das ist immer ein ganz guter Platz, weil dann sitzt sie meistens irgendwo mittig. Das spielt eigentlich keine Rolle, ob die Kirche sehr groß ist, ob sie 20, 25 Meter bis zur Empore hat, spielt keine Rolle. Warum? Wir verwenden eine professionelle HD-Kamera. Das ist praktisch unsere hauseigene Kamera. Die hat ein 20-fach optisches Zoom, die hat ein 20-fach digitales Zoom und die lässt sich nahezu in alle Richtungen bewegen. Also die hat nahezu 360 Grad horizontalen Drehbereich und in etwa 270 Grad vertikalen Drehbereich. Das heißt, wir können jede Bildposition anfahren und auch Entfernungen 20, 25 Meter spielen dabei keine Rolle, weil diese Kamera das entsprechend gut ranzoomen kann. Ich habe hier zum Verständnis diese App mal installiert auf meinem Handy, um euch das zu zeigen. Das heißt, im Regelfall haben wir in der Bedienung natürlich mit Mäsnern, mit Küstern, mit unerfahrenen Nutzern zu tun. Das heißt, das ganze System muss simpel und einfach aufgebaut sein, simpel und einfach funktionieren und eine professionelle Qualität übertragen natürlich. Ne? Ich habe hier eine App auf meinem Handy. Mit der App kann ich jetzt die beispielsweise Kameraposition steuern und man sieht es schon, ich kann jetzt hier die Kamera umschalten. Die Kamera hat in ganz kurzer Zeit umgeschwenkt. Ich sehe hier ein Vorschaubild auf meinem Mobiltelefon oder ich schwenke an eine andere Bildposition. Das Vorschaubild hat eine Verzögerung. Das ist netzwerkbedingt, spielt aber keine Rolle. Wir streamen in Echtzeit, weil das Bildsignal über andere Wege geht. Das ist jetzt nur für mich, für die reine Bildvorschau. Und ich drücke wieder auf die Position 1 und die Kamera schwenkt wieder an die vorgegebene Position. Das wäre der einfache Fall, wo jetzt der Mäsner, der Küster oder vielleicht auch zur Not der Pfarrer oder die Pfarrerin mit dem Tablet die Kamera auf die entsprechende Bildposition schaltet und somit sieht, aha, so sieht das Ganze aus und funktioniert das alles so. Die Kamera ist eingestellt über die App oder über andere Medien. Es stehen hier alle Medien zur Verfügung. Wir können das über Tasten steuern, wir können es über App steuern, wir können es vollautomatisch steuern, es ist kein Problem. Und jetzt geht es darum natürlich, ich möchte eine Aufnahme machen im ersten Fall für die Kirchen, die keine Möglichkeit haben, direkt ins Internet zu streamen. Die verwenden dann ihren USB-Speicher, USB-Stick, USB-Festplatte, was auch immer. Wir stecken das Gerät hier in den Streamer rein, warten bis der USB-Stick erkannt wird. Die Kamera haben wir gerade eben eingestellt und drücken simpel und einfach unsere Taste Record. Und jetzt passiert es schon, dass das Videosignal aufgezeichnet wird.
Wie kriegen wir den Audioton dazu? Der Audioton kommt von unserer bestehenden Audioanlage in der Kirche und wird direkt in das Gerät eingespeist über Kabel. Das Gerät mischt es dann zusammen digital und verarbeitet es dann als Bildsignal und Audiosignal. So, die Aufnahme, der Gottesdienst ist beendet, die Aufnahme wird gestartet. Rekordtaste nochmal drücken, der USB-Stick wird abgeschlossen und die USB-Aufnahme steht jetzt hier bereit. Das heißt, hier befindet sich jetzt unser Videostream inklusive Audio und wir können diesen natürlich auf die bekannten Medien hochladen oder auf unsere Webseite einbinden über den PC im Büro beispielsweise oder eben auch zu Hause. So, der andere Fall wäre natürlich, wir haben einen Internetanschluss in der Kirche und können direkt streamen ins Internet. Das heißt, wir sparen uns den Umweg über USB-Stick und wir benutzen wieder das gleiche Gerät, müssen natürlich jetzt eine Internetverbindung herstellen und der Mesner bzw. auch der Pfarrer drückt die Taste Streaming. STM heißt für Streaming-Abkürzung und sofort wird das Videosignal inklusive dem Audiosignal, was wieder von unserer E-Anlage kommt, gemischt und wird dann als Stream über unseren Netzwerkrouter direkt ins Internet gestreamt. Hier können dann die kompletten Daten, wie Zugangsdaten, wie beispielsweise YouTube, die Kanaldaten etc. hinterlegt werden. Das macht in dem Fall dann der Service-Dienstleister, in diesem Fall würden wir das tun. Und so dass der Kunde eigentlich nur simpel und einfach per Tastendruck direktes Signal streamen kann. Ne? Andere Lösungen, PC-basierende Lösungen, sind meistens nicht von Dauer und nicht professionell. Das ist alles ein bisschen aus der Not heraus eine Bastellösung, weil natürlich hier viele verschiedene Komponenten zusammengesteckt werden müssen, zusammen verkabelt werden müssen, aufgebaut, abgebaut werden muss. Und das aus unserer Sicht eigentlich nicht dauerhaft beständig ist. Und es gibt große Probleme beim Audioton, den Ton der vorhandenen Anlage dann auch wieder über den PC sauber reinzubringen. Von diesen Lösungen raten wir generell ab. Das funktioniert zwar grundsätzlich schon, aber auch hier bedarf es natürlich einer Schulung bzw. Personen, die dann sehr gut eingeführt sind, weil diese ganzen Software-Encoder mit Einstellungen etc. sehr, sehr aufwendig sind und von Laien relativ schlecht bedient werden können. So, ihr seht schon, ich habe hier noch ein zusätzliches Gerät aufgebaut. Dieses Thema ist jetzt interessant, wenn nicht nur gestreamt werden soll, beziehungsweise aufgenommen werden soll, sondern wenn wir auch noch die Möglichkeit haben wollen, beispielsweise Bilder auf den Beamer zu übertragen, auf Flatscreens zu übertragen, ins Gemeindehaus zu übertragen, etc. Was brauchen wir dazu? Einen Videomischer, den habe ich hier hingestellt. Es lassen sich hier bis zu 8 Kameras anschließen über SDI, das hatte ich vorher schon gesagt, das ist der professionelle Videostandard im Broadcasting-System, oder über HDMI lassen sich beispielsweise auch Laptops, PCs etc. anschließen. Und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, ich übertrage das Bildsignal der Kamera, die den Altarbereich aufnimmt, in den Gemeindesaal auf den Beamer, wo dann vielleicht andere Personen sitzen und sich das anschauen. Und ich übertrage jetzt vielleicht vom Laptop meine PowerPoint-Präsentation mit meinen Liedtexten etc. über die Leinwand in der Kirche, sodass die Leute beispielsweise in der Leinwand in der Kirche die Liedtexte eingeblendet haben, im Gemeindesaal das Bild des Altars zu sehen ist. Es lassen sich so verschiedene Bildszenen zusammenmischen und auch überblenden. Im Regelfall besteht so ein professionelles System dann aus mindestens 2 Kameras, die dann die verschiedenen Kamerapositionen in Windeseile anfahren und es wird auch alles dann über eine dementsprechende Steuerung gesteuert. Simpel und einfach und nicht am Gerät. Die Geräte sind auch einfach in der Bedienung, aber wir haben hier unterschiedliche Geräte, unterschiedliche Bedienungen. Es macht Sinn, alles zentral auf eine Steuerung zu führen und dann mit einem Tastendruck das Gerät umzuschalten, die Kamera umzuschalten, sodass man sagen kann, eine Taste drücken, die Kamera schwenkt, der Videokanal schaltet um, der Videomischer etc., um verschiedene Bewegungsabläufe und Systemabläufe zusammenzufassen. Genau, das ist also ein tolles Gerät, um
verschiedene Bildquellen anzuschließen, die dann auch wiederum aufgezeichnet werden können oder ins Internet gestreamt werden können. Das soll es jetzt erst einmal in dieser kurzen Einführung gewesen sein. Ich wollte euch jetzt hier nur die Geräte kurz erklären, was benötige ich zum Thema Videostreaming, zum Thema Videomischen, zum Thema Videoaufzeichnung in Kirchen. Und ich werde in einer künftigen weiteren Fassung dann nochmal ein bisschen mehr ins Detail eingehen. Was kann man im Detail machen? Wie wird es genau gesteuert? Aber ich glaube, so für eine zusammenfassende Übersicht hat das ganz gut funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, dann bleibt dran, schaut mal wieder bei mir vorbei und ich freue mich, euch wiederzusehen beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Ralf.